Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Forza Motorsport 7 mit eurem Das Steffen. Und ja, bevor wir Rennen fahren, werde ich mit euch mein neues Autopaket öffnen, unsere Autos holen. Denn es gab ein neues Autopaket und ja, die Autos werden wir jetzt erst einmal auspacken, würde ich sagen. Ich werde einfach mal auspacken. Ich werde auch nur die guten Racing Cars auspacken aus dem neuen Paket, was ich ja kostenlos bekomme, weil ich ja den VIP Pass und Autopass habe für dieses Spiel. Und das machen wir jetzt einfach mal und holen uns die ganzen Autos raus. Was anderes machen wir? Als immer Rennen fahren. Ich denke mal, das ist vielleicht auch in eurem Ermessen. Hoffe ich doch zumindest. Ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben. So, ich mache es einfach mal, weil ich denke, man kann auch mal was anderes machen. Nebenbei noch, dass es nicht allzu langweilig ist. Und ja, dann machen wir das einfach mal und holen uns auch noch die extra Punkte ab. Das hält auch ausschalten hier. Das hört ihr, das ist ja hier in der Aufnahme. Ich glaube, das hört man ganz schön. Also ich mein Auto kaufen bleiben. Ich möchte mir die anderen Autos auch noch alle rausholen. Hier geht ein Audi zum Beispiel. Auch geil, das Ding, ey. Das ist bestimmt noch ganz frisch jetzt hier, Baujahr. Das ist bestimmt noch nicht alt. Schau durch, was es für schöne Packs hat. Oh, Amazon. Ist schön. Monster Energy, Red Bull, das übliche halt. Monster nochmal, Red Bull. Ich denke mal, ich nehme mal das Amazon. Sieht nicht schlecht aus. Ja, kann man nehmen. Nehme ich auch einfach mal. Ja. Was auch immer das gerade ist, aber egal. Machen wir einfach mal. Mal sehen, ob das jetzt die ganze Folge braucht, die 10 Minuten, die Autos alle auszupacken. Ich hoffe es mal nicht, dass ich doch wenigstens ein Rennen fahren kann, dass es nicht ganz so langweilig ist. So, jetzt haben wir noch ein bisschen BB. Mal schauen, was wir da noch für schöne Lackierungen haben. Draufsprühen. Deutsche Post, cool. Ich werde das durch die Post nehmen, weil gelb ist eben meine Lieblingsfarbe, nehme ich einfach mal gelb. Ich habe einfach mal die Lieblingsfarbe drauf. Und kaufen. Ja. Alles einbauen, was zugelassen ist. Siehst du, so kann man sich Geld sparen, braucht man sich keine Autos kaufen. Wenn man schon die DLC-Packs bekommt. Ah, der Chirurg, der klar, der kommt auch mit rein in die Sammlung. Geile Kiste. Oh, das ist Tron, Lackierung. Batman in Gelb. Geile Sache. Hab noch alles. Red Bull, ja, das übliche. Ich nehme das hier, gelb-grün. Sind so meine Lieblingsfarben, daher nehme ich sie einfach mal. Und kaufen. So, hätten wir das nächste Auto. Sehr schön.
Der hier vielleicht doch, ne? Wie der hier. Schau mal. Ja, Lutz ist auch nicht schlecht. Ne, wir stehen doch mit raus. Und der anderen dann. Ja, der Lutz-Attackierung, die nehme ich natürlich. Die passt immer. Jetzt würde ich halt nicht alle machen jetzt. Nicht, dass ihr denkt hier, ich packe jetzt alle Autos hier aus mit euch. Langweilen will ich euch auch nicht. Wo ist auch den Porsche hier, wenn ich sage. Das ist auch gut. Die nächste machen wir dann halt in der nächsten Folge oder so. Das ist nicht zu langweilig wird für euch. Wir stehen hier. Sieht doch alt aus. Über den mal. Und jetzt gehen wir wieder zum Rennen fahren. Und fahren mal ein Rennen doch. So. Wir waren hier noch nicht ganz fertig bei Touring-Car, gell? Dann nehmen wir mal wieder die schöne Audi hier. Ich starte mal das letzte Rennen. Mal schnell Schucht nehmen. Sonst wird meine Heizung trocken hier. Das geht gar nicht. Und ja, heute brauchst du ja mal ein bisschen länger zum Laden. Hallo? Hey. So. Wäre jetzt das letzte Rennen. Für das Touring Car. Für den Touring Car Cup. Und los geht's. Hier rechts rüber. Wie viel habe ich jetzt gerade runtergenommen? Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich auf der Geraden vom Gas gehe. Das war alles beabsichtigt. Sorry. Hau ab, du Sau. Kursivermietende. Keine Strafe, bitte. Alter Schwede, ey, muss ich mich wieder vorkämpfen hier. Bleibt cool hinter mir, bleibt cool. Scheiße, das wird mir ein Kampf davor zu kommen. Eieieiei. Na gut, los geht's hier. Ein erbitterter Kampf um Platz 1 da vorne. Um die Pole Position, ne? Und um den Gesamtweltcup. Aber so leicht lasse ich mich hier nicht unterbekommen. Auf jeden Fall bin ich schon mal in den Top 10, das ist ja schon mal ein guter Anfang. Aber jetzt muss ich auch vorkommen. Es sind nur 2 Runden hier. Das erschwert natürlich alles. Gut, der hätte ich auch. So. Ich boxe mich da vorne, wie ihr seht. Ist zwar nicht gerade die fairste Art zu fahren, aber geht halt nicht anders.
Das war Nummer 6. Nummer 5. Ja, so macht man doch ein Cup nach vorne hier. Einfach anderen überholen. Sauber überholen. Das war vermeidbar, der Kollision. Aber ich bin schon wieder vierter Platz von 24. Und dann ist mein direkter Rivale. Den schnappe ich mir dann natürlich auch noch. Wenn ich es hinbekomme in der letzten Runde. Aber erstmal Audi gegen Audi. Hier ist wieder Windschatten. Ich bin mal so fair. So. Ich will versuchen, fair zu fahren. Hat auch geklappt. Ich bin vorbeigekommen ohne absichtliches Kollidieren. Das war natürlich nur ganz kleiner Streifschutz gerade. Das passiert natürlich. Jetzt nur noch sauber ins Ziel bekommen. Die Kiste. Aber wenn man einfach vorbei ist bei den Gegnern, dann hat man einfach einen guten Vorschuss, weil da fährt man einfach einen Vorsprung raus. Das sieht man gar nicht. Wenn man dann einen Vorsprung rausfährt, na gut, ich fahre auch nicht gerade auf sehr schwer. Daran wird es auch liegen, an Schwierigkeitsgrad. Aber das ist jetzt in der Kiste, würde ich sagen. Halt. Da vorne ist erst die Kurve. Soll ich schon die falsche Kurve nehmen? Passiert, würde ich sagen. Und Sieg. Wunderbar. So fährt man Rennen, sag ich. So fährt man Rennen. Gut, wobei war es sehr einfach. Ein ganz gleich verdienter erster Platz, was dann, ne? Naja, 30 Punkte Vorsprung, das geht. So, das letzte Rennen auch geschafft. Wunderbar. So gefällt's mir. Ist das jetzt schon das vierte oder fünfte Mal auf dem Siegerpodest? So oder so schießt ihre Gesamtwertung mit dem Sieg in ungeahnte Höhen. Gut gemacht. Logisch. Und ein holbarer Weltmeister bin ich. Ach, der geile VIP-Bonus immer. Den mag ich. So. Fast geschafft, nächsten Rang. Nächsten Rennen schaffe ich dann auf jeden Fall. In der nächsten Session. Aber. Da ich gerade sehe, dass die Folgenzeit schon wieder um ist, beende ich die Folge an der Stelle. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß gehabt beim Zusehen. Und seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Oh, Entschuldigung. Wenn es heißt, Let's Play Forza Motorsport 7 mit eurem Steffen, möge das Rennfahrerblut mit euch sein. Bis zum nächsten Mal zur selben Stelle, selben Welle. Und schaut auch gerne bei meinen anderen Projekten vorbei, wenn ihr das möchtet. Würde mich sehr freuen und auch über sehr viel positives Feedback, wenn es gefallen hat. Oder auch negatives. Also dann, ciao!